Hier steht das gute Stück. Schau ihn dir an. Ich bin jetzt schon hin und weg von der Maschine. Hier haben wir einen G135 Verso. Sogar in der neuen Farbe, den neuen Olivgrün mit schwarzen Felgen. Also ein richtiger Hingucker, ein richtiges Highlight. Wir machen mal einen kleinen Rückgang in die Maschine hier. Hier haben wir unseren Schlepper, wie gesagt, ein G135 Verso. Ein Schlepper mit einer Smart Touch Armlehne, mit einer Hydraulikanlage, die Load Sensing fähig ist, mit elektrischen Steuergeräten. Der erste Punkt zu dieser Maschine: eine sehr flach abfallende Haube, eine sehr gute Übersicht auf Anbaugeräten im Bereich der Fronthydraulik oder ideal auch als Frontaderschlepper. Wenn man sich die Haube mal anguckt, in einem schlanken Design, der Vorteil ist, oder wie auch immer, die Maschinen müssen verschlossen sein. Wir haben eine einteilige große Haube, wo man dann die öffnen kann. Und so komme ich letztendlich an alle meine wichtigen Punkte ran, die ich eigentlich brauche zum Service, zur Wartung. Das Kühlerpaket, einmal der Kraftstoffkühler, einmal der Kühler für die Klimaanlage und dahinter der Hauptkühler. Der Vorteil bei diesem Kühlerpaket: ich muss nichts auseinanderklappen. Keine beweglichen Teile, es klappert nichts. Um einmal das Paket sauber zu machen, gibt es auf beiden Seiten zwei Klappen, die ich rausnehmen kann, auf der anderen Seite auch eine, dann kann man da mit dem Kompressor durchpusten, um das Kühlerpaket sauber zu machen. Relativ einfach und schlank gehalten das Ganze. Der Ausgleichbehälter für den Motor, fürs Kühlwasser, dort befindet sich dann auch der Luftpresser und in diesem Bereich der Luftfilter des Schleppers. Hier schön zu erkennen, einmal die Kraftstofffilteranlage oder die Kraftstoffanlage mit den beiden gut zugänglichen Kraftstofffiltern, Vorfilter, Hauptfilter. Hier in diesem Bereich die Kühlberuhigungsleitung für die Druckluftbremsanlage. Der Schlepper ist mit einem Lufttrockner ausgestattet, das heißt, der absorbiert das Kondenswasser, so dass kein Kondenswasser in die Bremsanlage des Anhängers oder des ziehenden Fahrzeugs gelangt. Jetzt zeige ich euch mal, wie man hier den Luftfilter ausbaut. Dazu nehmen wir einfach mal hier die untere Verkleidung ab. Dadurch habe ich eine sehr gute Zugänglichkeit. Und dann kann ich hier mein Filterpaket ausnehmen. Und schon komme ich ohne Probleme an den doch recht kompakten großen Luftfilter ran, wo sich innen drin noch ein Feinfilter befindet, den wir so bei der tätigen Wartung gar nicht säubern müssen, nur gemäß Serviceangaben. Ja, jetzt möchte ich euch noch mal so ein paar Highlights letztendlich zeigen bei dem Schlepper. Einmal hier unser Stecker für das Kabel zur Motorvorwärmung. Und was aus meiner Sicht ein richtig gelungenes Detail ist, ist hier einfach ein Luftanschluss zum Auspusten der Kabine, zum Auspusten des Kühlers oder wie auch immer, um sich selber abzupusten. Ein weiteres Highlight aus meiner Sicht: ganz klar hier die Aluminium-Trittstufen, offen, Dreck fällt durch, ich trete kein Dreck in die Kabine rein, habe gleichzeitig hier einen Fußabtreter noch quasi, damit die Fußmatte nicht hochkommt und ich nochmal Dreck abklopfen kann. Wirklich tolles Detail bei der Maschine, eine schöne große Tür. Und hier der Hinweis: es handelt sich um einen Schlepper für Unlimited, was fürs Auge. Finde ich klasse. Ja. Bedienung der Heckenhydraulik am Kotflügel, beidseitig. Ja. Hier zum Beispiel auch oben in diesem Bereich der Kabinenluftfilter. Ich gehe da mal hoch, gucken wir uns das mal an, wie einfach das ist, den Kabinenluftfilter zu tauschen. Filterelement rausnehmen, ausblasen, wieder reinstecken, in die Schublade reinschieben. Verschließen, fertig.
Ja, man achte auch so auf die kleinen Feinheiten. Die Rückleuchten zum Beispiel, typisch Finnisch, finde ich in allen Baureihen bei Valtra wieder. Dieser sogenannte Eishockeyschläger, so ein bisschen, ja, Identität muss da sein. In diesem Bereich die Füllstandsanzeige für Getriebe, Hydrauliköl, ne? Kein Ölmessstab rausziehen, optimale Sichtkontrolle. Hier der Behälter für die Druck- und Bremsanlage, der Lufttrockner. Ne? Ausgleichbehälter, Leckölbehälter für die Hydraulikanschlüsse. Hier der Ausgleichbehälter oder Einfüllbehälter für die Scheibenwaschanlage. Ne? Dann eben unsere hydraulischen Anschlüsse hier oben, die Load-Sensing-Anschlüsse, alle in einer Reihe. Isobus-Steckdose. Ne? Diese Maschine ist hier zum Beispiel mit 4 elektrischen Steuerventilen ausgestattet, plus einen zusätzlichen drucklosen Rücklauf, also Ölanschlüsse reichlich vorhanden. Und was aus meiner Sicht ein absolutes Highlight ist, ist dieser Scheinwerfer hier, der auch im Dunkeln das Anbauen der Arbeitsgeräte und die Übersicht oder die Sicht nach hinten erleichtert. Ne? Kabinenfederung, schöne Kabinenfederung. Hier kann man richtig sehen, wie aktiv die Kabine arbeitet. Ja, haben wir hier noch zwei richtige, aus meiner Sicht richtige Highlights. Wenn man die untere Trittstufe nicht braucht, einfach hier unten dran ziehen. Hier ist eine Öse, entriegeln. Und dann kann ich die Trittstufe ohne Probleme rumklappen. Dann ist sie nicht im Weg, kann ich sie mir nicht abfahren. Oder wenn ich sie brauche, dann ziehe ich sie einfach wieder zurück, raste ein, fertig. Hier unser Batterie- und Staufach oder Batteriefach. Man kommt sehr gut an die Batterie ran, wenn man tatsächlich mal Batterie tauschen muss und die irgendwann altersbedingt ersetzt werden muss. Sauber aufgeräumt, vernünftige Dichtungen hier, ne, dass der auch wasser- und staubdicht ist, der Batteriekasten. Und auch wiederum hier das Highlight, eine Alustufe drin, wenn man jetzt zum Beispiel oben Spiegel sauber machen will. Toller Bereich. Und dann habe ich hier auch noch eine Werkzeugkiste, wo ich Material verstauen kann. Jetzt kann man auch sehen, wofür die Trittstufe und die Stufe in der Klappe vorhanden ist. Hier oben kann man sich vernünftig hinstellen. Hier zum Beispiel auf beiden Seiten ein Merkmal, dass dieser Schlepper mit Valtra Connect ausgestattet ist. Das heißt, ich kann meinen Schlepper von zu Hause aus überwachen, kann gucken, was er gemacht hat, wie ist er ausgelastet, was hat er an Kraftstoff verbraucht. Und wenn ich es möchte, kann ich meine Werkstatt freischalten, die sich dann auch auf die Maschine zuschalten können, um die Maschine zu orten und Fehlercodes auszulesen. Ja, kommen wir noch mal zu einem Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Unsere Sicherung für den Schlepper, wenn ich da tatsächlich mal ran muss, die sind von in der Kabine, hier unter der Verkleidung und hier in der Legende sind sie beschrieben, wie ich was und wo finde. Also wirklich einfach gemacht, toll gemacht. Bei dem einen oder anderen Schlepperhersteller muss man wirklich suchen, wo der Sicherungskasten ist. Und Steckdosen, Diagnosesteckdose für die Werkstatt. Ja, und hier auf der rechten Seite, Fahrtrichtung rechts, für den täglichen Service Öleinfüllstutzen. Wenn ich mal Öl ergänzen muss, hier mein gelb gekennzeichneter Einfüllstutzen, wo ich Motoröl nachfüllen kann. Und auch für die Werkstatt gut zugänglich. Der Motorölfilter. Ja. Sonst brauchen wir hier an dieser Seite nichts machen. Das einzige ist eben eine Sichtkontrolle. Nehmen wir mal hier die Seitenverkleidung ab. Kann man den Motorbereich schön erkennen. Hier auch wieder durchdacht. Wenn man mal Starthilfe geben muss, dann kann man hier rangehen und Überbrückungskabel ansetzen. Alles sauber verbaut. Ja, hier die Riemenspannung kann ich gut kontrollieren, habe den Sichtbereich von den beiden Flachriemen gut im Blick. Mein Lüfter hier sehr kompakt,
Vor allen Dingen das Schöne ist die schlanke Taille hier. Na, die Wespentaille, die hier reingeht, damit der Lenkeinschlag dieser Maschine vor zur Geltung kommen kann. Wenn ein Vorlader montiert wird, gibt es hier Koppelpunkte oder Punkte, wo die Konsolen montiert werden. Also auch ein Nachrüsten eines Frontladers wäre ohne weiteres möglich. Auch dieser Schlepper ist mit der neuesten Abgasstufe ausgestattet, Abgasstufe Tier 5. Und der Vorteil ist, wir haben hier auch einen langen Wartungsintervall, 600 Stunden beim Motoröl-Service und nach 1200 Stunden tauschen wir das erste Mal Getriebe Hydrauliköl. Wir haben einen kombinierten Aushalt hier. Das heißt, und wir haben hier einen Motor verbaut, 4,4 Liter, Agropower, bewährte Technik, die wir schon in vielen, vielen Modellen zum Einsatz bringen und sich bewährt hat. Ja, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was zur Fronthydraulik und zum vorderen Bereich der Schlepper sagen. Fangen wir mal mit der Fronthydraulik an. Wir haben hier eine kompakt in den Schlepper integrierte Fronthydraulik mit einer Hubleistung von etwas über 3 Tonnen. Na? Die Fronthydraulik wird hydraulisch angesteuert, dadurch haben wir eine schöne Bedienung. Das heißt, ich stehe vorne vorm Schlepper, kann das Hubwerk bedienen, kann sogar von vorne meinen Ölanschluss bedienen, wenn ich hier zum Beispiel vorne einen hydraulischen Oberlenker drin habe. Und jeder fragt sich, was ist das? Hier transportiere ich letztendlich die Kugeln fürs Fronthubwerk, dann habe ich sie immer dabei. Na? Die schönen kompakten Oberlenker. Ich habe die Möglichkeit, zwei doppelwirkende Ölanschlüsse vorne nutzen zu können, eine Rausziehhilfe und eine Steckdose für Beleuchtung, wenn ich Frontgeräte fahre. Ne? Was ich noch habe, wenn wir mal tiefer gucken, ein Ausgleich- oder Leckölbehälter für den Ölanschluss ist mit verbaut und hier kann man letztendlich sehen, hier ist noch Platz für eine Frontzapfelle, wenn eine Frontzapfelle nachgerüstet werden soll. Eine schöne Achsbrücke. Schöne ist auch hier der verkleidete Lenkzylinder. Ne? Schützt nicht nur vor Schmutz, sondern auch vor Beschädigung, wenn ich irgendwo rauf fahre. Hat auch nicht jeder in dieser Klasse. Absolutes Detail. Ne? Und da kann man letztendlich sehen, die stabile Achsbrücke, die wir bei der Maschine nutzen und die hydraulische Federung. Wenn wir uns das mal genau angucken, finde ich da Parallelen sogar von der N&T-Serie im Bereich der Abstützung. Nicht wegen der Federung, aber der Hydraulikzylinder ist so montiert, wenn er mal Probleme machen sollte, wo wir nicht von ausgehen, kann ich ohne großen Aufwand diesen demontieren. Was aus meiner Sicht bei Valtra schon immer super gelöst wurde, ist der Aufstieg. Ich bin fast 2 Meter groß und kann ohne Probleme hier in den Schlepper, in die Kabine steigen. Ein sauberer Ausstieg, nicht zu steil, absolut lobenswert, muss man ganz klar sagen. Ja, wenn man jetzt auf dieser Kabine sitzt, dann fällt einem was auf, das ist nicht Standard. Man guckt sich den Beifahrersitz an. Man guckt sich den Fahrersitz an. Ledersitz, Valtra Unlimited als Logo drauf, auf beiden Sitzen, auch eine Besonderheit, Lederlenkrad. Aus meiner Sicht ein Highlight, hat was. Ja, also wirklich für den Fahrer optimal, ein kleines mittleres Pedal, um das Lenkrad in der Neigung zu verstellen. Hier an der Seite habe ich die Möglichkeit, das Lenkrad rein und rauszuziehen. Sehr komfortabel, gut gemacht. Funktioniert gut. Allein die Verarbeitung, wenn ich mir das angucke, keine scharfen Kanten, kein billiges Plastik. Also wirklich, man hat sich Gedanken gemacht bei Valtra im Haus. Ne? Und auch unsere bekannte Armlehne Smart Touch, extra angepasst für die G-Serie. Super, mit dem bekannten Terminal, ne? Wo wir wirklich schon seit Jahren Erfahrung mit haben, was im Markt sehr gut angenommen wurde. Gleiche Menüführung wie bei den N- und T-Serien und bei den S-Serien. Das heißt, ein Valtra-Fahrer findet sich hier sofort zurecht und weiß genau, wie er was einstellen muss. Diese Maschine ist noch besonders. Der hat einen Subwoofer. Ein Klangerlebnis. Kommen wir zu so einem besonderes Highlight. Das heißt, man hat sich bei Valtra wieder Gedanken gemacht. Selbst in dieser Maschine haben wir optional den Anschluss für ein zweites Terminal, Isobus, Signalsteckdose
aus meiner Sicht ein Highlight, wo man sich wirklich Gedanken gemacht hat, ist, dass wir hier einen Stecker haben, wo ich ein USB reinstecken kann, Handy zu laden, iPad zu laden. Also wirklich klasse. Ja. Den Halter, wo ich zum Beispiel das Handy reinstecken kann, dass mir das nicht in die Kabine durch die Gegend fliegt. Das sind so ein paar Highlights. Ja, wenn ich denn hier zu der Seitenkonsole komme, Scheibenwaschanlage, elektrische Spiegelverstellung. Der Schlepper ist mit elektrischem Spiegel ausgestattet. Also wirklich, wirklich klasse. Spiegelheizung, was will man mehr? Auch hier in der Seitenkonsole ein Ablagefach, wo ich was reinstecken kann. Wie bekannt bei der Smart Touch Armlehne, auch ein Fach in der Armlehne. Also wie gesagt, man hat hier wirklich auf Details geachtet, muss man ganz klar sagen. Ne? Ein Netz hinten, wo ich noch eine Betriebsanleitung, Kurzanleitung mitführen kann, ohne dass sie mir im Weg ist. Und absolutes Highlight ist, absolutes Muss in der Armlehne, die finnische Fahne. Das Geburtstag dieser Maschine. Ja, jetzt noch so ein paar Features in der Bedienung der Schleppers. Hier haben wir unsere Smart Touch Armlehne. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Schlepper drehen will und ich will die Hexafelle einstellen, dann tippe ich auch das Symbol Zapfwelle. Ich wähle meine 540 Umdrehungszapfwelle an. Ne? Stelle dann gleichzeitig ein, wie aggressiv die Zapfwelle einschalten soll. Wenn ich jetzt mit einem Kreiselschwader unterwegs bin, dass es sanft anläuft. Und dann gehe ich einfach auf Bestätigen und gehe wieder zurück. Dann habe ich meine Zapfwelle eingestellt, tippe ein weiter darüber. Darunter, wo ich dann auch mehrere Sachen einstellen kann, die Aushubhöhe verändern kann, wo ich die Geschwindigkeit der Aushub oder der Geschwindigkeit der Dreipunkt einstellen kann, wie schnell sie nach oben gehen soll und wie schnell sie quasi nach unten gehen soll. Das bietet auch nicht jeder. Das hat einen Vorteil, wenn man jetzt Anbaugeräte hat, die langsamer, weil die klappen müssen, damit die nicht so schnell nach oben gehen. Dann habe ich hier die Zuglageregelung, die ich einstellen kann. Bei der Kabine und hier habe ich die Schluffregelung, die ich hier aktivieren kann. Der Schlepper ist auch mit ASR ausgestattet. Das heißt, wenn jetzt die Maschine irgendwo auf weichem Untergrund ist, dann nimmt er automatisch ein bisschen die Drehzahl weg, so dass der Schluff minimiert wird. Und wenn der Schluff dann wieder im normalen Bereich ist, dann fährt der Schlepper weiter, dann hebt er seine Motordrehzahl wieder an. Ja, dann gucken wir uns auch mal die andere Seite an. Gehen wir mal in die Getriebeeinstellung rein. Da habe ich ja von ASR gesprochen. Ja, hier kann ich im Prinzip in 5 Stufen einstellen, wie meine Schluffregelung reagieren soll. Wenn ich sie verstelle, einfach mit OK bestätigen und fertig. Gleichzeitig kann ich hier sehen, wir haben Automatikfunktionen verbaut in der Maschine. Ja, er macht einen Gruppenwechsel automatisch zwischen der Gruppe B und C. Er macht aber auch einen Gruppenwechsel zwischen der Gruppe C und D, wenn man das möchte. Andersrum, ich kann es auch ausschalten, wenn einer sagt, nein, ich bestimme selber, wann ich meine Lascherstufen und den Gruppenwechsel vollziehen will. Auch das ist möglich. Dann haben wir zusätzlich bei dieser Maschine die Möglichkeit, die Auto-Tasten zu betätigen. Auto 1 ist die Werkseinstellung, die kann ich nicht verändern. Warum Auto 1, Auto 2? Ich bestimme bei Auto 2, wann der Schlepper die Lascherstufen schalten soll und wann nicht. Und dazu kann ich mir letztendlich mein Drehzahlband selber einschalten. Der Vorteil ist bei Straßenfahrten zum Beispiel, dass er so früh wie möglich hochschaltet und so spät wie möglich runterschaltet, um Kraftstoff zu sparen und um eine saubere, flüssige Fahrweise zu haben. Ne? Auto 1 ist eine Werkseinstellung, die ist fest hinterlegt. Auto 2 ist für den Benutzer, er kann sich seine eigenen Einstellungen einstellen, so wie er es möchte. Einfach bestätigen und dann ist das Ganze aktiv. Ne? Des Weiteren kann ich dem Schlepper sagen, ne? Dass ich Geschwindigkeiten vorwählen kann. Gut, gehen wir zurück, schauen wir uns nochmal die Hydraulikeinstellung ein, der einzelnen Zusatzsteuergeräte, tippe ich hier drauf. Jetzt kann ich sehen, jetzt habe ich meinen Frontbereich. Ich habe einmal die Fronthydraulik, wie schnell sie ausheben soll, mit welcher Ölmenge oder ob sie eine Schwimmstellung haben soll. Wenn ich diese Werte verändern will, tippe ich hier einfach drauf, nehme das Gleichheitszeichen zum Beispiel raus, kann dann einen Wert ändern oder beide, ne, kann ich variieren. Des Weiteren kann ich sagen, ich möchte zum Beispiel einen Dauerfluss einstellen oder ich sage, dass die Fronthydraulik oder das Frontsteuerventil nur 2 Sekunden laufen soll oder dass das
Das ist die andere Seite. Wenn ich jetzt ein Mähwerk drin habe, in Schwimmstellung gehen soll, dass die Fronthydraulik quasi auflegt. Einfach bestätigen zurück. Na, das gleiche vorne mit dem Ölanschluss. Da kann ich auch bestimmen, wie viel Öl prozentual durch das Steuergerät durchgehen soll. Auch wieder, wenn ich das Gleichheitszeichen rausnehme, kann ich die Seiten verändern, variieren, bestätigen, fertig. Und das gleiche kann ich auch, wenn ich jetzt hier drauf tippe und nach unten schiebe, mit meinen vier Hecksteuerventilen machen. Ich möchte euch jetzt noch ein Highlight zeigen. Wir haben auch einen Hydraulikassistent. Den tippe ich hier einfach drauf und dann ist der Hydraulikassistent aktiv. Das heißt, wenn der Schlepper im Stand in der Leerlaufdrehzahl läuft und ich betätige ein Steuergerät oder mache den Frontlader hoch oder die Fronthydraulik, hebt der Schlepper automatisch die Motordrehzahl an, damit genug Öl durchfließen kann. Und so wie ich die Funktion beende, geht der Schlepper wieder in seine eingestellte Drehzahl zurück. Ja, jetzt gehen wir hier mal aus dem Menü raus. Gehen wir mal wieder ins Startmenü rein. Jetzt möchte ich euch nochmal zum Beispiel zeigen, unser Schlepper, den wir hier haben, der ist mit einem Technologiepaket ausgestattet, mit einem Spurführungssystem. Wenn ich jetzt hier auf Set drücke und ich gehe zum Beispiel hier auf das Schloss drauf, dann zeigt das System mir an, was der Schlepper letztendlich alles beinhaltet oder was in dem Schlepper drin ist. Wir haben Waltra-Guide als Spurführungssystem, wir haben Spurlinienassistent, wir haben Tarstock, wir haben Tarstock Pro, ne? Wir haben Section Control, ne? Inklusive der variablen Ausbringmenge. Also alles, was die Großen können, das kann unser Schlepper auch. Tolle Sache, für viele Einsatzbereiche geeignet der Schlepper. So, jetzt schaut euch mal an, wie gut man rauf kann. So gut kann man auch runter. In der Fahrschule habe ich gelernt, man soll mit Hinter zuerst aussteigen. Dann kann man sich gut festhalten und hat einen sauberen Abstieg. Ja, jetzt guckt euch mal an. Die Frischluft, die der Motor braucht, die ziehen wir nicht von vorne, die ziehen wir von hinten. Na? Da ist weniger Schmutz, da ist weniger Hitze, damit der Motor richtig frische Luft kriegt. Ja, machen wir mal weiter. Ihr verlasst den Schlepper, der steht irgendwo. Kein Problem. Einfüllstutzen kann ich abschließen, schließbar. AdBlue Einfüllstutzen, abschließbar. Tür, Motorhaube sowieso. Jetzt wagen wir mal einen Blick nach unten unter der Maschine. Jetzt gucken wir uns den Schlepper mal von unten an. Wie ihr seht, relativ glatter, gerader Unterbau. Nichts, was großartig im Weg hängt, wo irgendwelche Pflanzenreste sich festhängen können. Schön sauber, verpackt alles. Kann man es richtig schön sehen, wirklich klasse gemacht. Highlight, was heißt Highlight, was immer öfters gekauft und bestellt wird von den Kunden, sind schwarze Felgen. Ist was fürs Auge.